Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Ich dachte mir einfach, ich mache wieder mal ein Live-Update, weil so lange kein Live-Update mehr gekommen ist. Ich kann mich selber nicht ernst nehmen. Ich habe mir auch gedacht, ich habe wieder was zu erzählen seit meinem letzten Video. Mein letztes Video war ja das Operationsvideo, wie die Operation verlaufen ist, was nicht gemacht wurde und was gemacht wurde und leider so ein Kram. Also wenn euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox, da habe ich euch das Video auf jeden Fall verlinkt. Und heute erzähle ich euch einfach, was nach der Operation alles passiert ist. Also wie mir es gegangen ist, nachdem ich nach Hause gekommen bin, wie es mir jetzt geht, wie es Maxi geht und leider so ein Kram. Und ich würde sagen, ich rede jetzt nicht lange um den heißen Brei und ich fange einfach mit dem Video an. Wie immer fangen wir erst mit dem Maxi-Update ab und Maxi geht's extrem gut. Maxi fühlt sich so extrem wohl bei uns und ich glaube auch Maxi kann sich kein Leben mehr ohne uns vorstellen, weil er ist so auf uns fixiert und es ist so extrem krass, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin, also mit meiner besten Freundin weggehe oder alleine dann mit meinem Auto wegfahre und allgemein alleine ohne ihn rausgehe, setzt er sich einfach an die Tür und jammert. Oder er fängt dann einfach das Bocken an, weil ich ihn nicht mitgenommen habe. Und das ist so extrem krass, einfach zu sehen, wie fixiert Maxi auf mich ist und einfach eingeschnappt ist, wenn ich ihn nicht mitnehme. Und ich habe dann auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn meine Mom das erzählt, aber ich kann ihn halt nicht überall mitnehmen. Und genau, das wollte ich auf jeden Fall erzählen. Was ich euch auch erzählen wollte, und zwar tut Maxi Zeit dem 8. Lebensmonat, also er ist jetzt 9 Monate alt und seitdem er 8 Monate alt ist, immer wieder so ein bisschen hat er sein Pfötchen gehoben und hat so markiert. Maxi hat vorher schon markiert, ich glaube mit 6 oder 7 Monaten ungefähr, er ist 7 glaube ich, und jetzt hat er dann so langsam angefangen sein Pfötchen zu heben, manchmal ist es auch noch so, damit er sich hinsetzt, also ein Sitzpinkler. Aber meistens hebt er dann sein Pfötchen schon hoch und ich bin so extrem stolz auf mein kleines Baby, weil er halt erst 9 Monate, also ich denke, dass Maxi schon ein Spätzünder ist, aber ich finde es einfach cool, weil man sieht einfach, dass Maxi langsam erwachsen wird und das ist einfach schön zu sehen. Maxi schläft auch seit ein paar Tagen, also ich glaube, es ist schon eine Woche, schläft Maxi wieder unten bei mir. Und die ganze Zeit vor der Operation und einfach davor hat Maxi ja in meinem Bett geschlafen, in seinem Körbchen. Und jetzt schläft Maxi in seinem Körbchen auf dem Boden. Ne? Das hat schon ein paar Tage vor der Operation angefangen, ich glaube 3 oder 4 Tage vorher, habe ich ihn so langsam dran gewöhnt, damit er auf dem Boden schläft. Da ging es aber noch nicht so ganz gut. Und als er dann bei meiner Mama geschlafen hat, hat es dann auch immer besser geklappt und er ist dann runter zu mir gekommen und ich bin dann gar nicht mehr drauf eingegangen, sondern habe gleich gesagt, da ist dein Bettchen, da schläfst du. Und das klappt eigentlich echt, echt gut. Maxi schläft, also bockt dann manchmal so ein bisschen und legt sich dann an die Heizung, weil es da einfach ein bisschen wärmer ist als so ein paar Meter, Zentimeter, keine Ahnung, so ein bisschen weiter als sein Körbchen. Aber nachts schläft auf jeden Fall in seinem Körbchen und da bin ich auf jeden Fall extrem happy. Also wenn ihr einen Hund habt und der in eurem Bett schläft und ihr den einfach abgewöhnen wollt, weil ihr das einfach nicht mehr wollt oder so, dann probiert es einfach. Ihr müsst einfach stark genug sein und sagen, nein, da ist dein Körbchen, da ist dein Schlafplatz. Maxi schläft zwar oft, wenn wir zum Beispiel früh um 7:30, 8 oder so nochmal rausgehen, um sein Geschäft zu erledigen, und ich mich dann nochmal ins Bett lege, dann legt er sich auch zu mir ins Bett. Aber sonst abends geht er auf jeden Fall schon mehr oder weniger freiwillig in sein Körbchen, was ich extrem cool finde. Was ich auch extrem krass finde, Maxi hatte immer schon seinen sturen Kopf. Man hat einfach gemerkt, damit er einfach zeigen will, er ist der Herr im Haus. Aber ich habe hier das Sagen und man merkt einfach, dass Maxi seit 1-2 Monaten ungefähr einfach viel mehr hört. Oft war es so, wenn er zum Beispiel Felix gejagt, also mit ihm spielen wollte. Felix versteht es einfach nicht, weil er ja eine Katze ist und Maxi einfach viel zu verspielt ist und der Felix einfach nicht spielen möchte, aber er ihm dann halt einfach hinterher rennt.
konnte man ihn eigentlich nicht bremsen, aber wenn ich jetzt Maxi hierher, dann kommt er schon her. Oder wenn er zum Beispiel mit dem Besen spielen möchte, dann, und ich dann sage Maxi, nein, dann hört er auch auf. Was auch krass ist, damit er auf Maxi nicht so krass hört, aber wenn man zum Beispiel sagt Maximilian, dann merkt man schon, damit er ein bisschen besser hört. Wir haben es einfach so gemacht, dass wenn wir irgendwas sagen, Maxi sagen, und wenn er dann nicht hört, dann Maximilian ist einfach so bei uns so reingekommen. Und ich kann mich eigentlich nicht so krass mehr beschweren, dass Max eigentlich nicht so krass hört. Es ist immer noch nicht so, dass wenn er rausgeht und dann wieder reinkommen soll oder irgendein Nachbar hört, dann ist er trotzdem wusch und weg. Aber es wird auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zu meinem Update. Ich habe mir gedacht, ich sage einfach von der Operation, also von dem, wo ich heimgekommen bin, dem Tag, dem Sonntag bis jetzt, wie es so einigermaßen gegangen ist. Ich will es so ein bisschen überfliegen, damit dieses Video hier auch nicht zu lange wird. Das Operationsvideo, wie ich schon gesagt habe, verlinke ich auf jeden Fall in der Infobox und auch mein letztes Live-Update, was vor 2 Wochen online gegangen ist, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich ja nach Hause gekommen, 4 Tage, nachdem ich operiert worden bin, und die Nacht von Samstag auf Sonntag war schon nicht so geil. Und die Nacht von Sonntag auf Montag war dann auch nicht so geil. Ich habe extrem schlecht geschlafen, weil ich auch extreme Bauchschmerzen hatte. Aber das habe ich dann auch so einigermaßen in den Griff bekommen. Und seitdem kann ich eigentlich gut schlafen. Ich hatte dann auch noch so Phasen, wo ich dann nicht so gut geschlafen habe. Das hat sich dann aber so einigermaßen eingependelt. Das hatte ich immer nach der Operation, weil ich halt einfach noch so gewöhnt war, dass immer wieder die Schwester reingekommen ist und lauter so Sachen. Das hat sich dann eingependelt, damit ich 3-mal in der Nacht wach war. Irgendwann war ich dann noch 2-mal, irgendwann war ich dann noch 1-mal. Und jetzt kann ich einigermaßen, bis Maxi früh raus möchte, durchschlafen, außer manchmal wache ich oft so um, kommt immer drauf an, 8 Uhr ungefähr, wache ich dann schon auf, wenn Maxi nicht vorher raus möchte. Und genau, was ich auf jeden Fall normal finde. Was dann auch noch dazu kam, ich weiß nicht, ob ich das in dem Operationsvideo gesagt habe, auf jeden Fall hatte ich auch extrem mit Übelkeit zu kämpfen, vor allem nach der Operation. Und das hat sich dann mehr oder weniger so ein bisschen gelegt. Im Krankenhaus habe ich dann oft 3-mal in der Nacht gebrochen. Und jetzt hat sich so einigermaßen gelegt, dass ich, bevor ich aufstehe, dass ich einmal mindestens Magenflüssigkeit erbreche. Manchmal auch 2-mal. Das kommt dann immer auf den Tag drauf an. Aber seitdem ich zu Hause bin, habe ich jeden Tag morgens gebrochen. Ich weiß nicht, an was es liegt, und mein Arzt weiß es leider auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist mein Magen irgendwie durch die Operation noch wenige verschoben oder ist noch gereizt oder keine Ahnung, was da los ist. Aber ich finde, das ist noch auszuhalten, weil ich einfach einmal erbreche. Und dann ist Schluss, also 1-mal oder 2-mal, kommt drauf an, zum Beispiel heute waren es dann noch 2-mal oder vorgestern. Und dann ist aber auch Schluss und mir geht es dann auch gut, mir ist dann auch nicht schlecht über den Tag verteilt oder so. Und ich finde, das ist noch auszuhalten, wie als hätte ich den ganzen Tag Bauchschmerzen oder so. Und genau, deswegen jammer ich da jetzt auch nicht rum. Ich lasse es einfach über mich ergehen und ja. Was dann auch ein Thema war, war Erkältung. Ich war so extrem verschnupft und hatte eine extreme Erkältung. Husten, Schnupfen, alles. Ich habe mich dann mit Hustensaft und Uncaluabo heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, soll keine Produktplatzierung sein oder so. Ich bekomme dafür kein Geld. Das hat meine Mama mir einfach gegeben und ich solle das nehmen. Also habe ich es genommen. Was dann auch ein Fehler von mir war, vielleicht kennen das welche, japanisches Heilpflanzenöl. Und zum Beispiel bei Uncaluabo muss man 30 Tropfen, glaube ich, nehmen. Und das hat halt einfach die gleiche Flasche ungefähr wie das japanische Heilpflanzenöl. Und ich habe
vor allem im Winter, wie auch, denke ich, alle, die Heizung an. Und ich hatte einfach extreme trockene Luft. Und habe deswegen auch nachts extrem gehustet. Und deswegen hat meine Mama gesagt, ich soll neben meine Heizung ein Wasser stellen mit japanisches Heilpflanzenöl drinnen. Und habe meinen Hustensaft genommen und habe da die 30 Tropfen abgedingst. Vom japanischen vom Unkaluabo, dachte ich. Ja, das war aber dann japanisches Heilpflanzenöl, was ich dann auch gemerkt habe. Und das Komische war, ich dachte echt, damit es schärfer wäre. Ich habe zwar gemerkt, dass irgendwie meine Ohren brennen. Ich war mehr geschockt, damit ich 30 Tropfen japanisches Heilpflanzenöl genommen habe, als dass es wehgetan hat. Meine Mom hat mich dann mit Toast vollgestopft und alles, aber ja, es ging eigentlich ganz fit. Nochmal würde ich das aber nicht nehmen. Das Geile daran war dann eigentlich, dass meine Nase frei war und dass ich dann am nächsten Tag auch nicht mehr so echt krank war wie am Tag davor. Also es hat schon was gebracht, würde ich sagen. Mehr gibt es auch, glaube ich, gar nicht zu sagen, so von dem, wie es mir geht und alles. Meine Narbe verheilt gut, Lymphdrainage, die größer war, ist auch zu, da habe ich auch keine Probleme mehr. Und ich bin eigentlich echt zufrieden, wie das jetzt so funktioniert. Was auch ein Thema werden wird im nächsten Video, und zwar habe ich da Neuigkeiten für euch. Und das Video werde ich auf jeden Fall nächste Woche abdrehen, damit ihr das habt. Ich hoffe, damit ich das diesmal eher bekomme als letztes Mal und dieses Mal. Denn es ist schon Samstag, der 31.3. und es ist gleich 11 Uhr. Ich muss das Video noch drehen. Ich muss mit meiner Mama auch noch eine Schale für unser Grab machen. Und um 14 Uhr soll dieses Video hier online gehen. Yay! Denn ich habe heute früh erst gerafft durch Feiertag und viel in der Woche machen, damit einfach die Zeit so schnell rumgeht, damit ich vergessen habe, ein Video heute für euch zu drehen. Und deswegen habe ich mich jetzt ganz schnell vor die Kamera gesetzt, habe dieses Video gedreht. Jetzt gehe ich hoch, werde es schneiden und genau. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch von diesem Video hier von euch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffe, dass es euch gut geht und damit ihr gesund seid und damit ihr auch jeden Fall beim nächsten Video wieder einschaltet. Und dann zeige ich auf jeden Fall Tschüssi und mein Handy nervt. Ich habe eine E-Mail bekommen. Bye!